1929 war die schlimmste wirtschaftliche Depression der modernen Geschichte. Die Krise war geprägt von Bankenzusammenbrüchen, Suppenküchen, lähmender Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des weltweiten BIP um über 15%. Zum Vergleich: Die Hypothekenkrise 2008 und die darauffolgende Rezession verursachten einen Rückgang des weltweiten BIP von nur 1%. Also, ja, es war richtig schlimm. Die Zeit war auch von einer Menge schlechter Politik geprägt, denn es war eine Ära, in der die modernen Volkswirtschaften, wie wir sie heute kennen, gerade erst zu funktionieren begannen und noch niemand wusste, wie man sie steuern sollte. Die große Depression und alle Theorien, die sie umgeben, verdienen ein eigenes Video. Aber heute möchte ich mich darauf konzentrieren, was dem wirtschaftlichen Niedergang ein Ende setzte. Geschichtsstudenten werden wahrscheinlich sagen, das ist doch super einfach. Es war der Zweite Weltkrieg. Und auf dem Papier ergibt das auch irgendwie Sinn. Im Zweiten Weltkrieg wurden überall auf der Welt Fabriken gebaut, Heerscharen von Menschen beschäftigt, Infrastrukturprojekte finanziert und Regierungen warfen ihre Budgets über den Haufen und schufen den größten Konjunkturimpuls aller Zeiten, alles im Namen des Sieges. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges sind heute noch genauso gültig wie in den 1940er Jahren. Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt, die auch den größten Militärhaushalt der Welt hat. Ihr größter Arbeitgeber ist Walmart und dann kommen direkt die Streitkräfte. Die Militärpolitik ist in gewisser Weise so eng mit der Wirtschaftspolitik verwoben wie die Einkommensteuer und die Zinssätze. Aber das wirft die Frage auf, ob Krieg wirklich gut für die Wirtschaft ist. Wenn er in den 1940er Jahren funktioniert hat, warum sollte er dann jetzt nicht mehr funktionieren? Beginnen wir wie immer ganz am Anfang mit der Frage, wie Verteidigungsausgaben einer Wirtschaft wirklich helfen. Wenn Regierungen die Gesundheit und den Wohlstand einer Volkswirtschaft beurteilen, dann schauen sie auf ein paar Schlüsselindikatoren. Dinge wie das Bruttoinlandsprodukt, Wachstumsraten, Inflation, Arbeitslosigkeit und sogar die wichtigsten Aktienkurse sind allesamt gute Indikatoren für die allgemeine Gesundheit einer Nation. Weil Politik eben Politik ist, ist es für Regierungen oft oberste Priorität, diese Zahlen so gut wie möglich aussehen zu lassen, auch wenn die Realität möglicherweise etwas weniger schön ist. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist oft ein wichtiger Punkt, der sich direkt auf die Wahlen auswirkt. Der richtige Weg, um die Arbeitslosigkeit zu senken, besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft mit einer gesunden Rate wächst, die dem Bevölkerungswachstum entspricht oder es übertrifft und dass ein gesunder Dienstleistungssektor erhalten bleibt, der viele Menschen in gut bezahlten Jobs beschäftigt. Nehmen wir aber an, du bist ein nicht ganz so ehrlicher Staatschef, der vor einer Wahl steht und nur schlechte Beschäftigungszahlen vorweisen kann. Was machst du? Nun, ein großes Schlupfloch in diesem speziellen Indikator ist, dass die Definition von Beschäftigung jede Person ist, die mindestens eine Stunde pro Woche arbeitet. Wenn jemand also eine Stunde pro Woche bei McDonald's arbeitet, dann ratet mal, genau, dann gilt diese Person als erwerbstätig, der Glückliche. Ein Arbeitgeber wie McDonald's kann viel mehr Gelegenheitsarbeiter beschäftigen als Vollzeitbeschäftigte, auch wenn das Endergebnis die gleiche Anzahl von Stunden ist. Das hat den Nebeneffekt, dass die Fastfood-Kette plötzlich nicht mehr 10, sondern 30 Mitarbeiter mit einem variablen Dienstplan beschäftigt. Auf nationaler Ebene sieht das für die Arbeitslosenzahlen eigentlich ziemlich gut aus. Aber genau das ist der Grund, warum alle Wirtschaftsindikatoren immer mit Vorsicht zu genießen sind. Unterbeschäftigung, das heißt Arbeitnehmer, die zwar beschäftigt sind, aber aktiv nach mehr Arbeitsstunden suchen, ist in den meisten modernen Volkswirtschaften ein Riesenproblem. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um die Arbeitslosenzahlen besser aussehen zu lassen. Du kannst zum Beispiel die Definition von Arbeitslosigkeit ändern, um bestimmte Personengruppen wie Studenten auszuschließen, oder du kannst einfach mehr Leute in der Regierung einstellen. Natürlich gibt es viele staatliche Stellen, die gute Mitarbeiter brauchen. Lehrer, Infrastrukturarbeiter, Stadtreinigung, aber auch das Militär ist hierbei ein wichtiger Bereich. In vielen Ländern wird intensiv für das Militär rekrutiert. Manchmal ist es sogar Pflicht. Normalerweise liegt das nicht daran, dass dem Militär dringend Personal fehlt, sondern daran, dass die Streitkräfte eine großartige Möglichkeit für junge Männer und Frauen sind, nicht nur eine Erwerbsarbeit zu finden, sondern normalerweise auch irgendeine Form von Qualifikation oder Ausbildung zu erhalten. Das Militär ist eine riesige Wohlfahrtseinrichtung, die Hunderttausende von jungen Männern und Frauen beschäftigt, die sonst in zunehmend automatisierten und ausgelagerten Einstiegsjobs eine Beschäftigung finden müssten. Das klingt also eigentlich insgesamt nach einer ziemlich guten Sache.
Ein zusätzlicher Vorteil davon ist natürlich, dass du ein starkes und gut ausgestattetes Militär hast, das die Interessen deines Landes im In- und Ausland schützt, und das ist alles richtig. Das Problem ist jedoch, dass es wahrscheinlich viel bessere Möglichkeiten gäbe, das Geld auszugeben, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Das hier ist eine Aufschlüsselung des Militärbudgets für ein normales Einsatzjahr. Nur etwa ein Viertel dieser Ausgaben gehen direkt an das Personal in Form von Löhnen. Etwa ein Drittel wird für Betrieb und Instandhaltung verwendet, das heißt dafür, dass alle Schiffe, Flugzeuge und Stützpunkte einsatzbereit bleiben. Ein weiteres Viertel wird für die Beschaffung neuer militärischer Ausrüstung wie Schiffe, Panzer und Flugzeuge ausgegeben und der Rest verteilt sich auf Forschung und Entwicklung und kleinere diskretionäre Ausgaben. Zum Vergleich, das durchschnittliche Sozialversicherungsbudget der meisten Industrieländer wird zu über 90% für direkte Zahlungen an die Empfänger verwendet. Nun, okay. Aber zwei Dinge. Natürlich braucht das Militär Ausrüstung und alles andere, um einsatzfähig zu bleiben. Der Hauptzweck des Militärs ist ja immer noch, eine Armee zu stellen, und das stimmt auch. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht hier, um darüber zu diskutieren, wie das Militär sein Geld ausgeben sollte. Wir diskutieren darüber, ob diese Ausgaben gut für die Wirtschaft sind, und die Antwort darauf lautet, ja, aber es könnte besser sein. Man könnte auch darauf verweisen, dass alle diese Ausgaben nicht direkt in die Haushalte des Militärs fließen, sondern immer noch an Unternehmen und Auftraggeber gehen, die ihre Angestellten bezahlen müssen. Aber auch hier gilt, die Regierung könnte zum Beispiel Walmart direkt bezahlen, um eine Menge Leute zu beschäftigen. Es gibt keinen Grund, warum die direkte Vergabe von Geldern an ein Rüstungsunternehmen anders sein sollte, als die direkte Vergabe an eine private Institution oder sogar an eine Privatperson, wenn es um die Wirtschaft geht. Das Einzige, was es politisch etwas schmackhafter macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht um Unternehmensförderung handelt. Wenn man sich ausschließlich an den BIP-Zahlen orientiert, was an sich schon ein Fehler sein könnte, dann könnte man in Kriegszeiten einen Anstieg des Wachstums feststellen, weil die Regierung viel Geld für die Finanzierung der militärischen Kriegsanstrengungen und den Wiederaufbau der im Konflikt zerstörten Infrastruktur ausgibt. Ja, das BIP steigt in Kriegszeiten tatsächlich an, aber das ist ein klassisches Beispiel für den Fehlschluss des kaputten Fensters. Kurz gesagt, wenn du ein Fenster komplett kaputt machst und jemandem $20 für den Ersatz bezahlst, hast du das BIP um $20 erhöht und einen neuen Arbeitsplatz geschaffen. Yippie, wie schön für dich! Aber das ist natürlich kein echter wirtschaftlicher Wohlstand. Es sind nur die Messwerte einer Wirtschaft, die dumme Ergebnisse für Dinge liefern, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, von diesen Indikatoren gemessen zu werden. In der Realität und in einer perfekten Welt, in der wir keine Streitkräfte zur Verteidigung unserer Nation bräuchten, gäbe es viel effizientere Wege, fiskalische Anreize zu setzen, die sowohl der Arbeitslosigkeit als auch dem allgemeinen Wohlergehen einer Wirtschaft zugutekommen. Das Problem ist jedoch, dass wir nicht in einer perfekten Welt leben und dass Länder, insbesondere Länder wie die USA, mit vielen ausländischen Interessen eben ein Militär unterhalten müssen. Also können sie auch ein paar politisch gebilligte fiskalische Anreize setzen, wenn sie schon dabei sind. Das ist eine wirklich wichtige Frage, die über die Geld- und Steuerpolitik, politische Ideologien oder sogar wirtschaftliche Denkschulen hinausgeht. Was ist der Zweck einer Wirtschaft? Eine Frage, über die viele Wirtschaftswissenschaftler nicht einmal nachdenken, weil sie sich während ihrer gesamten Laufbahn mit mikroökonomischen Belanglosigkeiten beschäftigen. Das soll jetzt nicht heißen, dass an einer strengen akademischen Ausrichtung etwas auszusetzen ist, aber all das muss vor dem Hintergrund geschehen, dass eine Wirtschaft dazu da ist, die Verbraucher zufriedenzustellen. Das bedeutet, dass ein Job für eine Volkswirtschaft nur dann wertvoll ist, wenn er aus Sicht des Verbrauchers einen Mehrwert für die Wirtschaft darstellt. Diese Arbeitsplätze produzieren keine Konsum- oder Investitionsgüter, die wiederum für die Produktion von Konsumgütern verwendet werden können, also sind sie für die Wirtschaft nicht wertvoll. Natürlich gibt es einen gewissen Nutzen, wenn man sicher ist und sichere Grenzen hat, aber die meisten Länder könnten dies auch mit einem viel geringeren Budget erreichen. Außerdem kann es eine Wirtschaft sogar schlechter machen. Um auf unser Beispiel der amerikanischen Kriegsanstrengungen während des Zweiten Weltkriegs zurückzukommen, alle Fabriken, die umgerüstet wurden und die Arbeiter, die entweder im Ausland oder zu Hause für die Herstellung von Militärgütern eingesetzt wurden, wurden nicht für ihren eigentlichen Zweck genutzt. Es waren Fabriken und Arbeiter, die sonst Konsumgüter hergestellt hätten, um die Lebensqualität ihrer Mitmenschen zu verbessern. Aber stattdessen bauten sie Kriegsschiffe, um das Leben ihrer Mitmenschen zu beenden.
Die größte Tragödie des Krieges ist natürlich der Verlust von Menschenleben. Aber selbst wenn wir es aus der Sicht eines herzlosen Ökonomen betrachten, können wir sagen, dass die Arbeiter, die sterben und die Fabriken, die zerstört werden, leider nie wieder in der Lage sein werden, einen Mehrwert für die Wirtschaft zu schaffen. Das sind Jahre der Ausbildung und des Fachwissens, die vergeudet werden. Der Zweck einer Wirtschaft ist es, den Lebensstandard der Wirtschaftsteilnehmer zu erhöhen, und Kriege bewirken das genaue Gegenteil davon. Ein weiteres häufig verwendetes Argument ist, dass Kriege ein großer Treiber für die Technologieentwicklung sein sollen. Dinge wie Konserven, Mikrowellenherde und sogar das Internet sind aus dem Bestreben heraus entstanden, sich im Krieg einen Vorteil zu verschaffen. Das ist in gewisser Weise richtig, aber auch hier ist das ein sehr begrenztes Argument. Die Realität ist, dass diese glücklichen kleinen technologischen Nebeneffekte bei weitem nicht die Hauptmotivation für militärische Forschung und Entwicklung sind. In einer verbraucherorientierten Wirtschaft findet viel mehr Innovation statt, in der die Unternehmen um den gleichen Wettbewerbsvorteil kämpfen. Nicht gegenüber einem feindlichen Kämpfer, sondern gegenüber einem anderen Unternehmen, das um die gleichen Verbraucherdollar konkurriert. Außerdem konzentrieren sich die Unternehmen in ihrer Forschung und Entwicklung fast ausschließlich darauf, wie sie das Leben anderer Menschen verbessern können, anstatt darauf, es in die Luft zu jagen. Wenn überhaupt, würden Technologien, die die Lebensqualität verbessern, wahrscheinlich früher entwickelt werden, wenn die Ressourcen und das Fachwissen nicht darauf verwendet würden, etwas bessere Kampfjets zu entwickeln. Das hat sich wahrscheinlich alles relativ vernünftig angehört, wenn nicht sogar ein bisschen kontrovers. Aber es ist nicht zu übersehen, dass es der amerikanischen Wirtschaft vor dem Zweiten Weltkrieg schlecht ging und nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr gut. Wenn es also nicht am Krieg lag, woran dann? Nun, was tatsächlich geschah, war Folgendes. Die USA waren am Ende des Krieges de facto der Anführer der Alliierten und konnten Dinge wie die Gründung der Vereinten Nationen und vielleicht noch wichtiger, die Bretton Woods-Konferenz aushandeln. Wir haben die Bretton Woods-Konferenz bereits mehrmals besprochen, aber ihr müsst wissen, dass es die USA effektiv zum Zentrum der Weltwirtschaft machte, zumindest unter den westlich ausgerichteten Nationen. Außerdem waren die USA eine Industriemacht, die zu dieser Zeit einen Großteil ihres Geldes mit der Produktion verdienten, und dank ihres Einflusses auf dem neuen Weltmarkt war diese Produktion sehr, sehr wettbewerbsfähig, weil alle Fabriken in Japan und Deutschland in Trümmern lagen. Die USA waren im Grunde in der Lage, die Bedingungen der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu diktieren. Und das hatte viel mehr mit ihrem wirtschaftlichen Wohlstand zu tun, als mit einem Krieg und seiner unsäglichen Zerstörung. Die meisten Ökonomen sind keine moralischen Idealisten, die dafür plädieren würden, alle Militärs auf der Welt abzuschaffen, weil sie schlecht sind und nicht aktiv zum Wohl der Menschheit beitragen. Wir wissen, dass die Verteidigung von Nationen und die Fähigkeit ausländischer Mächte, ihren Einfluss geltend zu machen, etwas sehr, sehr Wertvolles mit einer nicht wirtschaftlichen Funktion ist. Aber glücklicherweise scheinen sich die meisten Ökonomen und sogar die öffentliche Psyche von der Vorstellung zu lösen, dass Kriege in irgendeiner Form gut für die Wirtschaft sein sollen. Wir alle wollen unseren Wohlstand verbessern, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. In der Wirtschaftswissenschaft wird untersucht, wie Einzelpersonen, Institutionen und Nationen diesen Wohlstand anstreben und wie sie ihn nutzen, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich ein besseres Leben. Kriege, die von Natur aus Ereignisse massiver Zerstörung sind, sollten auf keinen Fall mit etwas verwechselt werden, das aktiv zur Steigerung des Wohlstands oder zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!